Oben am Pass angekommen, will ich mit den Bergen im Hintergrund jetzt ein schönes Foto machen. Aber die einzige geeignete Stelle ist leider schon besetzt. Da steht ein anderes Motorrad. Und jetzt fahre ich mein Motorrad auch noch einen Hang runter und krieg's fast nicht mehr weg. Scheiß Virago muss weg. Was? Die Scheiß Virago muss weg, da muss ich mich nachstellen. Na komm, wir fahren weiter. So, und während ich weiter mit Nobbe und Matze über den Pass fahre, will ich mal ganz kurz eine neue Funktion vorstellen. Nämlich immer dann, wenn ich der Meinung bin, etwas kommentieren oder erklären zu müssen, dann seht ihr oben links dieses Symbol und hört meine Stimme aus dem Hintergrund. Die folgende Abfahrt vom Pragelpass hinunter zum Klöntaler See bringe ich jetzt in voller Länge, weil ich eben der Meinung bin, dass es viel zu schade ist, Stücke aus den Aufnahmen dieser herrlichen Landschaft herauszuschneiden. Guckt es euch einfach an, auch wenn sich die Aufnahmen der Motorgeräusche jetzt so ein kleines bisschen dünn anhören. Das hat aber damit zu tun, dass sich leider meine dritte Kamera nicht eingeschaltet hat auf das Signal der Fernbedienung hin und deswegen wurden keine Motorgeräusche aufgenommen. Aber dann lege ich euch jetzt eben eine passende Musik hier drauf und wer die nicht hören möchte, der soll eben für die nächsten 4 Minuten einfach die Lautsprecher leise drehen. Jacke offen, da erfriere fast und Jacke zu, dann schwitzt man wie Sau da. So richtig den Mittelweg da bei der Klimatisierung habe ich noch nicht rausgefunden. Adventure den Radfahrer versägt hat. Schon brutal. Murphy kommt um die Ecke.
Du Ockelper, du. Schmeißt ihr da nach Steiner mit mir? Mit Steiner nach mir? Dörflicher, du. Autos da. So, der vorausfahrende Motorradfahrer blinkt rechts und lässt uns beide vorbei und ich bedanke mich bei ihm, indem ich meinen rechten Fuß rausstrecke. Das macht man unter Motorradfahrern so, du kannst ja schlecht mit der rechten Hand winken, denn dann müsstest du das Gas loslassen und würdest langsamer werden. Vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen und euch gefragt, ey, wieso machen die das? Das ist einfach nur Danke sagen. Da kommt was, hab's doch gesehen. Ja, das war schon mal der absolute Geheimtipp, sagte Mats. Und als genau dieses hat sich auch herausgestellt, dieser Pass hier. Ich blende es euch nochmal ein. Welcher Pass das eben war. Und jetzt geht es unten im Tal erst einmal in ein Restaurant. Erst einmal was zum Trinken. So, und heute ist kein Samstag und kein Sonntag und kein Feiertag und deswegen dürfen wir hier auch fahren.
Mats führt uns nicht an, er hat uns vorgelassen, um auszutesten, welche Geschwindigkeit wir hier gehen. Und ja, ist natürlich so, für uns ist das hier alles komplett neu, diese Straße. Mats kennt diese hier größtenteils schon und könnte eine höhere Geschwindigkeit fahren. Und damit wir eben schön zusammenbleiben, fährt der Langsamste vorne. Mit der Nobe, der Langsamste wieder von Helle, weißt du. Aber bei diesen vielen Fahrrädern, Fußgängern und Autos im Gegenverkehr können wir sowieso nicht schneller als 50, 60 fahren. War das hier, was du meintest? Weiterfahren? Sonst fahr doch du vor. Gut, also hier war es nicht unser geplanter Stopp. Dann haben wir jetzt, oh, schau mal den Blick auf den See da unten, ja. Schaut ja schon fast aus wie ein norwegischer Fjord. Wenn man sich darauf verlassen kann, dass nichts kommt, dann ist schon gut, das Fahren da. Aber meistens kommt halt was. Ja, sehr gut. Jawohl, prima. Die denken halt mit, die Schweizer da. Weißt du? Grandios. Moin. Moin. Also meine Hochachtung vor den Fahrradfahrern, die hier solche Dinger hochfahren, ne? Dieses nervige Geklapper, was man da übrigens immer hört, das stammt von einer leeren Wasserflasche, die sich im rechten Koffer befindet. Und weil außen an diesem Koffer auch das externe Mikrofon befestigt ist, übertragen sich diese Geräusche und man hört das eben so deutlich. Jetzt fahr da rein, jawohl.
Ja, auch. Jetzt müssen wir schnell zur Tanke fahren, ein paar Kilometer, nicht weit, gleich um die Ecke. Ist schon geil, gell? Die Farbe alleine. Klöntal! Und es müsste der Klönsee dann sein, oder wie?